Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Wein erfahren möchten. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht mit dem Titel Georgien, Ursprung des Weines. Ja, diese Episode ist, wie gesagt, die letzte Episode aus dem ganz großen Einführungsblock, wo ich euch Wein mal ganz grundsätzlich näher bringen wollte. Die nächste Folge wird ein Interview sein, was ich euch dann später noch genauer vorstelle. Und dann geht es am 19.09. mit WVLG 31 los mit Wein spricht Deutsch, wo ich euch deutsche Weine unter anderem vorstellen möchte, aber eben auch Weine aus unseren Nachbarländern, wo Deutsch gesprochen wird. Ja, zunächst mal wieder ein paar Ankündigungen und Hausmeisterei. Ich möchte euch noch als allererstes gleich nochmal aufrufen, mir Hörerfragen oder Feedback zu schicken auf einen der Kanäle, Hörerfragen vorzugsweise über das Forum auf meiner Seite weinpodcast.de. Oder auch Feedback könnt ihr natürlich in den einzelnen Blogbeiträgen hinterlassen. Das hat jetzt die letzte Zeit leider Gottes ein bisschen nachgelassen. Wahrscheinlich wart ihr alle mit Corona und dessen Auswirkungen beschäftigt. Aber ich möchte euch nochmal motivieren, schließt die Feedback-Schleife, haut eure Fragen raus. Dann haben wir alle von meinem Podcast mit am meisten. Dann als zweite Ankündigung, ich habe ja im Zuge der Erstellung meiner Online-Weinkurse auch einen Versandpartner gefunden, der mir den Versand der Weine übernimmt. Das ist ja Vinexus, wie ihr wisst, und ich habe jetzt eben auch nochmal das Vinexus-Sortiment durchgekämmt nach Weinen, die zu den einzelnen Podcast-Episoden passen. Das war eigentlich ein ganz guter Match, muss ich sagen. Mehr als die Hälfte der Weine kann ich euch jetzt auch zu den älteren Folgen noch anbieten, zu einem sehr guten Preis, wie ich finde, sodass die Hörer, die jetzt vielleicht eher vor kurzem erst eingestiegen sind und die Folgen nochmal nachhören möchten, nicht gezwungen sind, selber auf die Suche zu gehen. Ihr findet, wie gesagt, die viele Weine jetzt auch auf meiner Homepage zu den jeweiligen Folgen. Gibt es dort noch eine Lücke, dann nehmt am besten mit mir Kontakt auf, welche Weine für die einzelnen Episoden am besten geeignet sind. Dann noch ein kleiner Hinweis. Ich habe auch die Nummerierung der Weine überarbeitet oder geändert. Soll heißen, die Weine, die ich in den ganzen Interviews besprochen habe, sind aus der Nummerierung rausgeflogen, weil es einfach für mich stimmiger ist, nur die Weine, die ich quasi selber bespreche und auch in meinem Shop letzten Endes anbieten kann, in die Nummerierung aufzunehmen. Das ist jetzt zunächst mal ein eher kosmetischer Vorgang, aber es führt dazu, dass möglicherweise die Nummerierung, wie ihr sie auf den Bildern seht, nicht mehr zu der Nummerierung auf den Seiten von mir passen. Das ist aber relativ egal. Ich habe jetzt einfach auch in der Excel-Liste das nochmal überarbeitet, so dass in dieser Folge jetzt der 56. Wein dran ist. Das ist der Kazzikeli von Chateau Mucrani. Und der 57. Wein ist dann eben der Amphoren Riesling Alma von Salomon Unthof aus Österreich. Dann noch ein redaktioneller Hinweis zu meinen Online-Weinkursen. Jetzt beginnen ja langsam die Sommerferien und ich bin sehr froh darüber, euch jetzt bereits 8 Online-Weinkurse auf meiner Seite online-weinkurs.de anbieten zu können. Diese 8 Kurse habe ich auch zusammengefasst in 2 Bundles. Das nenne ich dann dort einfach Seminare. Die ersten 4 Kurse könnt ihr auch als Seminar mit einem kleinen Preisvorteil kaufen, das sich dann nennt vom Weingenießer zum Weinkenner. Und das zweite Seminar, ebenfalls mit 4 Kursen, nennt sich die 4
Weinfarben en Detail, also in diesen vier Einzelkursen, die ihr auch separat erkaufen, erstehen könnt, geht es dann um Weißweine, Rotweine, Roséweine und eben Orangeweine als achten Kurs. Und somit ist dieser Podcast oder diese Podcast-Episode auch eine ideale Ergänzung zum achten Online-Kurs von mir. Dann stehen ja noch weitere fünf Kurse aus, die ich dann erst in der zweiten Augusthälfte in Angriff nehmen werde. Aber mittlerweile stehen euch ja über 10 Stunden Weinvideos in Kursform ja schon zur Verfügung. Die ersten Kunden haben auch schon zugeschlagen. Es gibt auch, wie gesagt, ein paar Weinpakete zum Vorzugspreis. Ihr könnt aber auf meiner Seite, wie gesagt, die Weine zu den Kursen einzeln kaufen, als Set zu den Seminaren oder eben als Vorteilspack über mehrere Kurse hinweg. Weiters freue ich mich noch, euch heute ein besonderes Schmankerl präsentieren zu dürfen. Nach den Key Facts und der Theorie freue ich mich sehr, euch ein Interview mit dem Geschäftspartner meiner Frau George präsentieren zu dürfen. Er betreibt gemeinsam mit seiner Frau wiederum einen Concept Store in Pfaffenhofen an der Ilm, der sich Philo nennt, wo ihr allerlei schöne Sachen für alle Familienmitglieder finden könnt. Ein sehr geschmackvoller und hochwertiger Laden, wie ich finde. Und er ist eben Georgier und ich habe die Chance am Schopfe gepackt und ihn in zu einem Interview gewinnen können, wo er eben über das für uns eher unbekannte Land Georgien berichtet, was Weinbau dort bedeutet, was seine persönlichen Erlebnisse mit Weinbau sind. Und dieses Interview gibt es dann nach der einleitenden Theorie als Ergänzung und quasi als Überleitung dann zu der Verkostung des georgischen Weines vom Chateau Mukran. Und da der Concept Store von George und Julia letztes Jahr erst eröffnet hat, haben sie noch keine eigene Homepage, aber in den Shownotes findet ihr die Links dann auf das Facebook- und Instagram-Konto von den beiden. Ja, damit sei es der Einleitung, Hausmeisterei und Werbung erstmal genug. Wir starten jetzt wie immer zunächst mal mit den drei Key Facts und dann gibt's ein bisschen Theorie in Form von Hintergrundinformationen zu Georgien und der Erzeugung von Amphoren und Orangeweinen. Viel Spaß in dieser Episode und beim Verkosten der Weine. Die drei Key Facts von WVLG 29 sind folgende. Erstens, der Weinbau hat in Georgien vor circa 7000 Jahren seinen Anfang genommen. Zweitens, der Weinausbau in den Amphoren, die in Georgien Quevri genannt werden, gehören zum Kulturerbe der Menschheit nach der UNESCO. Und drittens, heutzutage werden Amphoren ganz gerne verwendet, um sogenannte Orangeweine herzustellen. Aber Vorsicht, Orangewein muss nicht unbedingt gleich Amphorenwein sein. Georgien findet ihr im sogenannten Kaukasusgebiet. Und wenn ihr jetzt euren Atlas aufschlagen wollt, dann schaut am besten zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer. Die Nachbarländer sind natürlich das Wichtigste. Nachbarland ist im Norden Russland, das ja quasi durch das Kaukasusgebirge abgetrennt ist von Georgien. Und dort befinden sich auch eine ganze Reihe sehr hoher Berge. Und je nach Sichtweise befindet sich 10 Kilometer nördlich von der georgisch-russischen Grenze auch Europas höchster Berg, der Elbrus, der den Mont Blanc noch um ein paar hundert Meter, ungefähr 600 Meter, noch überragt. Aber auch Georgien hat eine Reihe von 5000ern auf seinem Staatsgebiet. Im Süden finden wir dann Armenien, Türkei und noch ein bisschen weiter, was kein unmittelbares Nachbarland mehr von Georgien ist, liegt dann der Iran und im Osten Aserbaidschan mit seiner Hauptstadt Baku.
Ja, und der Kaukasus, das große Gebirge, bringt natürlich nicht nur eine abwechslungsreiche und interessante Topografie mit sich, sondern eben auch besondere Klimata, die hauptsächlich durch die vielen Täler und den dadurch entstehenden Winden und verschiedenen Bodentypen ein sehr abwechslungsreiches und spannendes Anbaugebiet ergeben. Georgien an sich ist in 4 Anbauregionen unterteilt. Das größte und mengenmäßig wichtigste ist Kachetien im Osten des Landes gelegen, dort wo auch die tatsächlichen Ursprünge des Weinbaus vermutet werden und eben auch noch heute das wichtigste Anbaugebiet ist Katlien im Südosten. Dann gibt es noch Imeretien im Westen und Ratschaletschumi und Niederseanetien. Ich hoffe, die Aussprache kriege ich halbwegs korrekt hin. Sind dann noch weitere Anbaugebiete, die sich über Georgien verteilen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist eben Kachetien. In Kachetien wurde eben auch der Amphorenweinausbau erfunden in den sogenannten Quevri. Das ist auf Georgisch eben diese tönenden Amphoren, in denen der Wein bereitet wird. Nicht nur Rotwein, sondern eben auch Weißwein. Und diese besondere Herstellungsmethode in der Amphore führt dann eben auch zu den sogenannten Orange Wines. Das sind ja im Grunde Weißweine, die wie Rotweine hergestellt werden. Was man damit meint ist, dass es zu einer Ganztraubenvergärung kommt, also eine Maischevergärung mit Stielen, Stängeln, Schalen und den Samen, sodass sich auch im Weißwein eine große Anzahl und Konzentration von Phenolen und auch Tanninen findet, als auch eine sehr ausgeprägte, intensive gelbe Farbe, die eben manchmal auch ins Orangene geht. Diese Art von Weinerzeugung führt dann letzten Endes natürlich zu einem ganz anderen Geschmacksprofil und zu sehr langlebigen Weinen. Das Geschmacksprofil ist auch gleichzeitig Fluch und Segen, weil zumindest in der Europäischen Union für diese Amphoren- und Orangeweine keine Richtlinien oder Definitionen vorhanden sind, so dass sich diese Weine mit ihren eigenartigen, soll jetzt nicht negativ klingen, aber besonderen Geschmacksprofil eben sich nicht in die übliche Qualitätsstufen und Klassifikationen einordnen lassen. Die Weine kommen also in die Amphoren, die ja in die Erde vergraben sind. Das hat den größten Vorteil daraus, dass die bei der Vergärung nicht auf die Temperatur geachtet werden muss, weil der Kontakt mit dem Erdreich genug Wärmeaustausch ermöglicht, sodass das gärende Material nicht zu warm wird. Dort blubbert es dann für 4 oder mehr Monate vor sich hin, bis eben dann der Wein unfiltriert auf die Flasche kommt. Georgien hat aber nicht nur eine lange Tradition oder Historie, was Weinbau angeht, sondern eben auch eine ganze Reihe von autochthonen Rebsorten. Damit meint man Rebsorten, die ursprünglich von dem jeweiligen Ort stammen. In Georgien sind es über 500 Stück. Davon sind 38 offiziell für den kommerziellen Weinbau zugelassen. 2/3 sind rote Rebsorten. Die wichtigste davon ist Saperavi. Das ist auch gleichzeitig eine Färbertraube, also eine Rebsorte mit farbigem Fruchtfleisch, sodass diese Rebsorte sehr farbintensive Weine ergibt. Die Orangeweine sind ja aus weißem Traubenmaterial und dort ist die wichtigste die Katsikeli-Rebsorte und Zwane. Beide kommen oft gern im Verschnitt als Cuvée vor und wir probieren heute eben einen reinsortigen Katsikeli als ganz normalen Weißwein ausgebaut, also höchstwahrscheinlich im Stahltank, vielleicht mit ein bisschen Holzfassausbau, aber dabei handelt es sich eben noch nicht um einen Quevri oder Amphorenwein, sondern um einen normalen, aber die aus der wichtigsten weißen Rebsorte Katsikeli, von der auch schon Trauben in einem Alter von mehr als 5000 Jahren in der Gegend gefunden worden sind.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Geschichte des Weinbaus. Es ging ja vor über 7000 Jahren los in Georgien. Dann kam es natürlich immer wieder zu verschiedenen Besitzständen oder Zugehörigkeiten zu irgendwelchen Königreichen. Im 15. bis 18. Jahrhundert trieben sich in dieser Ecke die Osmanen rum, die den Weinbau auch fast dann zum Erliegen gebracht haben. Im Anschluss ging es dann immer weiter bergauf und dann durch die Angliederung an Russland im 19. Jahrhundert wurde natürlich Russland auch der wichtigste Handelspartner und Abnehmer für georgischen Wein. Und in Russland steht der georgische Wein eigentlich als der beste russische Wein in Anführungszeichen. Die Trennung von Russland, die Unabhängigkeitserklärung, wurde natürlich dann 1991 zu einem großen wirtschaftlichen Problem, weil Russland die Einfuhr von georgischen Wein dann boykottiert hat und einen Einfuhrstopp verhängt hat, so dass es dann natürlich zu großen wirtschaftlichen Problemen und ein Rückgang des Weinbaus kam, aber im Zuge der Konzentration auf steigende Qualität, internationale Methoden, musste man sich dann auch neue Märkte suchen und mittlerweile ist China immerhin für 10% des Absatzes für georgischen Wein verantwortlich, aber 2/3 gehen auch immer noch Richtung Russland. Der Vollständigkeit halber möchte ich dann nochmal erwähnen, dass man grundsätzlich zwischen Orange-Weinen und Amphorenweine unterscheiden muss. Theoretisch würde es ja auch gehen, Orange-Weine nicht in der Amphore zu erzeugen. Und andersherum ist es auch nicht zwingend, dass in einer Amphore ein Orange-Wein entsteht, wenn man eben den Ausbau kürzer wählt und vielleicht auch ohne Maische vergärt, sondern nur den Most. Das ist aber wichtig zu unterscheiden. Im normalen Sprachgebrauch erlebe ich es aber immer wieder, dass diese beiden Begrifflichkeiten auch in einen Topf geschmissen werden. Gut, das soll es mit der Theorie gewesen sein. Wer dann noch tiefer einsteigen möchte, kann sich ja auch meinen Online-Kurs, den 8. Online-Kurs mit dem Titel Orange Wines, Amphorenweine und Naturweine, auf meiner neuen Weinkursseite online-weinkurs.de kaufen und anschauen und auch dann dort eben einen Katsikeli Zwane Cuvée Orange Wein aus dem Quevery bei mir gemeinsam im Video verkosten. Ja, liebe Hörer, ich freue mich, in meinem Weinkeller George begrüßen zu dürfen. George ist eigentlich ein Geschäftspartner, Geschäftsfreund meiner Frau, weil die nämlich in Pfaffenhofen an der Ilm, ein Nachbarort von uns, einen ganz süßen Laden betreiben, mit dem meine Frau eben auch schon zusammengearbeitet hat. Und George ist eben ein Georgier und da dachte ich, es passt natürlich perfekt, wenn ich schon mal einen Georgier im Haus habe, ihm zum Interview einzuladen, damit er ein bisschen was über sein Land erzählt. Hallo George. Hallo. Grüß dich. Vielleicht fangen wir einfach mal an, dass du ein bisschen von dir erzählst, wo du aus welcher Ecke aus Georgien kommst und was dich dann nach Deutschland oder Mitteleuropa verschlagen hat. Ja, gerne. Also ich bin ja in Georgien geboren, in Tiflis. Das ist die Hauptstadt von Georgien und wir hatten dann immer schon quasi ein Ferienhaus in Richtung Norden, also nordöstlich von Georgien, relativ hoch gelegen, fast schon an der Baumgrenze, ein bisschen tiefer, wo meine Großeltern gewohnt haben. Und Sommerferien war Pflicht, dort zu verbringen. Okay. Und Rest war natürlich die Hauptstadt auch angesagt. Dann nach der Schule habe ich dann auch in Germanistik studiert in Tiflis und das war eigentlich der Anlass, dass ich mit 20 Jahren dann nach München gekommen bin. Okay. Und seitdem habe ich Fuß hier gefasst und meine Arbeit und meine Familie und bin ganz happy auch hier zu sein. Mhm. Kulturell hatte ich natürlich schon immer mit Deutschland auch zu tun gehabt und die Sprache hat mich fasziniert und das ist jetzt daraus entstanden, dass ich hier bin. Du sprichst ja auch fast akzentfrei Deutsch. Ich glaube, andersrum ist es viel schwieriger zu finden, dass Deutsche Georgisch sprechen. Ich
kenne es leider gar nicht. Ich hätte jetzt halt vermutet, dass es irgendwas mit Russisch zu tun hat, aber die Schrift ist ja auch eine ganz andere, also hat es was mit Russisch zu tun, ursprünglich georgisch, nicht viel wahrscheinlich. Nein, gar nicht. Zum Schrift zu kommen, jeder ist natürlich stolz auf eigene Sprache und auf eigene Schrift. Besonders kann auch so ein kleines Land stolz drauf sein. Es gibt 14 Sprachen auf der Welt, die amtlich anerkannt sind und eigene Schrift haben. Und unter anderem ist Georgisch auch. Dazu zählt es auch noch, dass es einer der ältesten Sprachen der Welt ist und auch dadurch vielleicht auch einer der kompliziertesten. Wir haben 33 Buchstaben und 7 Fälle. Da kann man sich artikulieren und aussprechen, in welchen Form man auch immer will. Und die Georgier, die halten sich alle für Poeten. Also es gibt keinen Mann und keine Frau, der schon mal kein Gedicht geschrieben hat oder ein Buch oder in der Hinsicht nicht kreativ sich austoben möchte oder tut. Und Georgien war aber ja mal ein Teil der Russischen Föderation oder der Sowjetunion, muss man ja eigentlich sagen. Ja. Und ich meine, da klingt sie jetzt fast schon ein bisschen raus, weil da ja, zumindest aus meiner Warte oder wie es hier in Mitteleuropa erzählt ist, ging es ja schon sehr viel um Gleichschaltung und Unterdrückung von Spezialitäten oder Eigenarten. Das muss ja jetzt für Georgien, gerade jetzt, was du uns erzählt hast, eigene Schrift, eigene Sprache, sehr kulturell unterwegs, die ganze Bevölkerung muss ja dann besonders schlimm eigentlich gewesen sein. Teils. Also was Georgien, Teil der Russischen Föderation anging, also Georgien durfte schon immer seine Autonomie behalten, somit auch dann eigene Schrift ausüben und auch die Sprache war die Amtssprache Georgisch, wobei es berichtet wurde ja nach Moskau auf Russisch natürlich, aber dadurch konnten wir unsere Kultur dann wirklich behalten. Was halt wirklich verboten war, war die Religion zu kommunistischer Zeit. Das durfte man nicht ausüben. Da sind auch einige sehr, sehr wichtige Denkmäler oder Kirchen oder historische Erbstücke verloren gegangen, weil die einfach übermalt worden sind oder einfach zerstört worden sind. Aber das wird dann jetzt zur Zeit dann immer noch peu à peu restauriert, wieder auferweckt und nimmt halt seinen normalen Zustand, wie es vorher war. Die russische Nachbarschaft hat natürlich auch gewisse Spuren bei uns hinterlassen, sei es einfach die kulturelle, freundschaftliche oder auch wirtschaftliche Aspekte, die voneinander nicht wegzudenken sind. Man muss jetzt einfach mit neuer Situation, einfach mit einem neuen, gesunden Blick arrangieren und das Beste daraus machen. Ja, in der Vorbereitung auf die Episode habe ich, obwohl ich ja 4-5 Mal auch über Nacht schon in Tiflis war, aber habe da nur quasi die Hauptstadt als hell erleuchteten Spot im Dunkel quasi kennengelernt, leider nicht mehr. Aber wenn man jetzt aus mitteleuropäischer Warte nach Georgien schaut oder in die Richtung schaut, muss man sagen, wenn man ehrlich ist, für die meisten Mitteleuropäer ist das Gebiet ja mehr oder weniger eine weiße Landkarte. In der Vorbereitung habe ich mal selber geguckt, mit was verbinde ich als erstes Georgien. Mir ist dann der ehemalige Politiker Eduard Schewardnadze in den Kopf gekommen, liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen an meinem Jahrgang, 76. Der war ja in der Mitte der 80er Jahre russischer Außenminister. Da hat er natürlich eine gewisse Popularität gehabt, aber 2008 vielleicht nochmal dann der Südossetien-Konflikt, der auch in Deutschland eine politisch oder nachrichtenmäßig eine größere Rolle gespielt hat. Aber was ich eigentlich immer sehr schade finde, ist, dass das eigentlich für uns wirklich terra incognita ist. Wir wissen so gut wie gar nichts darüber. Es fährt kaum einer in Tourismus hin, aber wenn man sich die Bilder anschaut, die ihr ja auch auf meiner Homepage sehen könnt, es ist ja wirklich ein traumhaft schönes Land, was vielleicht auch einen sehr alpinen Charakter hat durch den Kaukasus eben, was vielleicht ein bisschen noch die ursprünglichen Situationen vielleicht in den Alpen noch am besten widerspiegelt, aber
Was denkst du, an was liegt es, dass es hier so ein bisschen unbekannt ist? Ist es, weil Georgien ist ja sehr weltoffen. Ich meine, ihr, ihr orientiert euch ja nach Asien, zwangsläufig nach Europa aus. Russland ist nach wie vor ein starker Geschäftspartner. Also ja. Es hockt ja wirklich wie die Spinne im Netz fast. Ne? Ja, also das ist auf jeden Fall ein Prozess. Zu kennenlernen, Prozess gehört auch gewisse Stabilität, was ein Land bieten muss, auch natürlich den neugierigen Touristen oder Geschäftspartnern oder allgemeine politische Stabilität. Und das ist jetzt nach den ganzen schwierigen Bürgerkriegen und Konflikten mit Russland und so weiter jetzt in den letzten 15 bis 20 Jahren extrem stabil geworden und auch sehr einladend. Es gibt sehr, sehr viele ausländische Investoren, die natürlich dann dort schon gewisse Perspektiven sehen oder auch die einheimische Businessleute, die dann das ganze Land quasi sehr, sehr modern gemacht haben. Was touristische Besucher angeht, es ist für unsere Verhältnisse wirklich sehr hoch. Ich habe letzte Statistik vom letztes Jahr gelesen. Ich meine, wir sind in Georgien tatsächlich lebende Menschen, knapp 4.200.000. Und wir hatten letztes Jahr irgendwie knapp 6,2 Millionen touristische Besucher gehabt. Wo kommen die hauptsächlich hin, kann man das sagen? Ist völlig unterschiedlich. Sehr, sehr viel Anteil macht tatsächlich nahegelegene Nachbarländer aus. Sei es Aserbaidschan oder Armenien, Türkei, Russland. Dann ganz, ganz viele aus nordischen Ländern. Und zum Beispiel letzten Winter bin ich von München nach Tiflis geflogen. Ich war tatsächlich der gefühlt einzige Georgier da drin. Das waren alles Schweden, Norweger und Dänen, die zum Winterurlaub da hingeflogen sind. Da kommt, es gibt ja auch viele Skigebiete. Ne? Sehr, sehr viele, sehr moderne Skigebiete auf einem Höheskala, wo kein anderes Land in Europa das bieten kann. Wenn man jetzt überlegt, dass wir einfach mehrere, fast 5000 da haben, auf einem kurzen Strecke von 300 Kilometern, welche Berge das sind. Zu Vergleich, Elbrus hat nur 4,2 oder so, keine Ahnung, also knapp über 4 und wir haben, Mont Blanc hat 4,2 und Elbrus hat 5,8. Ja. Da sind natürlich halt, du kannst im Sommer mit dem Helikopter hochfliegen, dann kannst du halt Snowboard fahren und in der Stadt hast du halt 40 Grad Hitze. Ja, das hören die Franzosen immer nicht so gerne. Ja, aber das ist die Tatsache. Die Tatsache ist genau und die Frage ist dann einfach, wo lässt man Europa geografisch aufhören und aber eigentlich im Grunde müsste man das Gebiet auf jeden Fall noch zu Europa zählen und damit wäre da eigentlich der höchste Berg Europas und nicht der Mont Blanc, ne? Ja, es ist immer eine Debatte. Also wenn wir Georgier gefragt werden, seid ihr Europäer, wir haben das auch nie in der Schule gelernt, dass wir zu Europa zählen. Wir haben das auch nie in der Schule oder irgendwie dort gelernt, dass wir Asiaten sind. Man nennt dieses Gebiet nach unseren Lernphasen, die wir da hatten, einfach Eurasia. Und wir sind genau dort, wo Europa aufhört und Asien anfängt. Und somit auch natürlich schon immer historisch ein strategischer Punkt gewesen für alle Länder, diesen kleinen Fleck zu besitzen. Und somit hatten wir schon immer natürlich uns verteidigen müssen. Ja, ich denke, die meisten werden die Grenze halt eigentlich durch Istanbul ziehen, weil die meisten europäischer Teil, asiatischer Teil, aber... Ja, auf der anderen Seite, wenn man jetzt an Asien denkt, hat natürlich niemand Istanbul oder Ankara im Kopf. Das ist, denke ich, für die meisten wäre das, ohne groß zu überlegen, noch Europa. Und über was wir jetzt ja eigentlich zusammengekommen sind, ich war zwei, drei Mal jetzt ja schon in eurem Laden, der mir ja schon immer sehr gut gefallen hat und du hast... Eigentlich das erste Mal bin ich hier drüber gestolpert über euren Weinkühler, der mich ja immer noch anlacht, das gute Stück aus Marmor. Aber du hast eben jetzt auch Wein aufgenommen. Aber bevor wir da zu sprechen kommen, vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, was die Idee hinter eurem Laden ist und was ihr grundsätzlich dort im Pfaffenhofen anbietet. Ja, für uns war schon immer klar, nachdem ich fast 18 Jahre im Einzelhandel gearbeitet habe und
meine Frau Julia auch quasi nach ihrem Modedesign-Studium auch im Online-Merchant-Design gearbeitet hat bei einem großen Online-Firma, Online-Shop-Firma, dass wir irgendwann mal selber was Eigenes machen wollen. Und den Kick hat uns dann tatsächlich unsere eigene Familienplanung gegeben. Als wir nach Pfaffenhofen vor 8 Jahren gezogen sind, war für uns nicht die Verhältnisse da vor Ort irgendwie gut einkaufen gehen zu können für Kinder oder für junge Familien, die nachhaltig denken, die gute Qualität bekommen, die schönen Design haben und das auch noch zum fairen Preis. Und dann haben wir einfach uns informiert, uns vorbereitet und fast nach 3 Jahre lange Planung und Vorbereitung haben wir dann tatsächlich geschafft, jetzt knapp fast schon einem Jahr her, dass wir den Laden Philo aufmachen. Okay, super. Ja. Ja, und der Start ist geglückt, kann man sagen, trotz Corona-Krise. Ja, ja, natürlich, Corona-Krise ist immer noch ein Thema für viele, für uns natürlich auch. Man denkt mit vielen möglichen Risiken oder Tiefschlägen, auch gerade in Anfangsphase. Aber muss ich ehrlich gestehen, man denkt und plant nicht mit einer kurzfristigen Schließung direkt nach 5-6 Monate Öffnung. Und da müssten wir ja auch dann lernen, wie wir damit umzugehen haben. Aber ja. Also ihr bietet allerhand Schönes rund um Familie an, also ein sehr, sehr breites Produktportfolio. Und seit kurzem eben auch georgischen Wein, was mich dann persönlich auch sehr gefreut hat, als ich die Flaschen stehen habe sehen. Ja, das ist natürlich ein Punkt. Eher kurios, muss ich sagen. Es war nie geplant, dass ich georgischen Wein im Laden habe. A, weil es einfach sehr schwierig ist, die tatsächlich nach Europa zu bringen für so eine kleine Firma, wie ich es habe. Und B, der Aufwand und der Preis für uninformierte Verbraucher einfach manchmal nicht nachzuvollziehen ist und somit auch in wenigen oder in manchen Fällen auch nicht bereit sind, die Leute das auszugeben. Ja. Es hat natürlich einen Grund und viele Leute, nachdem die mich im Laden gefragt haben, wo ich herkomme, wegen meinem charmanten, angeblich charmanten Akzent und wo ich gesagt habe, ich bin doch kein Franzose, sondern Georgier, dann haben es dann alle gesagt so, da kommt doch irgendwie ein guter Wein her und keiner hat mehr Interesse für mich gehabt, sondern wirklich für den Wein. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr dann so schlau seid, dann zeige ich es euch. Ja. Und dann habe ich den Wein hier geholt. Ja, du hast mir ja bei dir im Laden schon erzählt, dass du ja quasi auch mit Wein aufgewachsen bist. Und der Sinn und Zweck dieser ganzen Episode ist ja eben auch, Georgien als Ursprung des Weins oder des Weinbaus bekannter zu machen. Und man glaubt es eigentlich von hier aus gar nicht, weil man natürlich hier in Mitteleuropa die feste Überzeugung hat, Weinanbau oder die Technik an sich stammt aus dem Römischen Reich, vielleicht noch aus Griechenland, wenn man ein bisschen geschichtlich gesetzter oder sattelfester ist. Aber das ist ja tatsächlich eigentlich aus der Ecke von dem heutigen Georgien stammt, glaube ich, ist vielen in der Form nicht bewusst. Aber es ist ja nicht nur die kulturelle oder technische Wurzel quasi, sondern hat ja auch traditionsmäßig und kulturell einen ganz hohen Stellenwert noch in Georgien. Du hast es ja schon anklingen lassen. Es ist guter Hausmannsverstand, sage ich mal, dass dort jeder für einen Heimgebrauch mehr oder weniger oder viele zumindest Wein dort selber anbauen. Damit bist du ja selber auch groß geworden. Ne? Ja, das ist richtig. Also Wein an sich, die Pflanze, aber auch die Traube selbst und der Saft und die ganze regionelle Ressourcen, was das Land bietet, dass diese Pflanze dort wächst und gedeiht in verschiedensten Formen und in Arten. Das war wirklich wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt, warum es Georgien dann auch geschafft hat, in der Hinsicht so berühmt zu werden. Ich persönlich als Georgier habe ich zum ersten Mal mitbekommen, wann der erste Wein quasi in unseren Geschichten dann erwähnt worden ist. Und du hast jetzt gerade Griechenland erwähnt.
man hat schon immer als Kind mal auch hier in Europa mal gehört, das Mythos von dem goldenen Vlies und Argonauten. Mhm. Nun sind die Griechen mit ihrem Schiff Argo nach Kolchia gefahren, um dort die Technologie von dem goldenen Vlies zu klauen. Kolchia ist georgisches Gebiet heute noch. Damals war das nämlich ein Königreich. Das ist, wir reden jetzt circa 11. Jahrhundert vor Christus. Mhm. Und dort hat ein König Herr Ayet gelebt mit seiner Tochter Medea. Und als die Argonauten nämlich dort angekommen sind, waren die sehr überrascht, weil der König Ayet angeblich zwei Brunnen gehabt hat. Einer hat Milch quasi sprudeln lassen und der andere Wein. Das hört sich alles sehr witzig an, aber letztendlich wollten die damit nur sagen, dass es damals in Kolchia quasi auf einem hohen Niveau war, Milchprodukte zu produzieren und zu verarbeiten und auch dann den auch Wein. Entsprechend Menge und Überfluss vorhanden. Genau, und auch den Wein. Und das goldene Vlies war letztendlich auch tatsächlich die Art, wie man Gold gewonnen hat. Man hat die Schafspelze in den Bechern reingelegt, wo Gold Adam vermutet hat. Und dann sind die Goldpartikeln auf den Felden, auf dem Fell stehen, also so quasi kleben geblieben. Und die wurden dann nach Monate lang im Wasser. Da hat man gar nichts gemacht. Also man hat die nur eingelegt im Bach. Genau, die hat man dann rausgekämmt und dann hat man dann quasi Gold gehabt. Mhm. Die Technologie kannten die Griechen damals nicht und so. Ja, aber selbst die Amerikaner kannten vor 200 Jahren noch nicht. Das ist richtig. Dann kommt es natürlich jetzt zurück zum Wein, dass auch die älteste Weinfund, was auf der Welt gefunden worden ist, tatsächlich in einem Tonbehälter quasi Molekularreste von Wein mikroskopisch nachgewiesen, knapp 5000 Jahre alt sind. So einen ältesten Fund hatte bis jetzt kein einziges Land nachzuweisen. Das bedeutet nicht nur auf den Wein, sondern auch die Technik, dass man damals den Ton gut bearbeitet hat und entsprechend halt das Ganze auch so genutzt hat im Haushalt oder auch so. Und jede Familie, also zumindest den ich kenne, die wirklich nicht nur in der Stadt gelebt haben, haben halt Wurzeln auf dem Land. Wir sind ein sehr kleines Land, knapp so groß wie Bayern. Es ist nicht dicht versiegelt und damit hat jede Familie Möglichkeit, seine Landwirtschaft so ein bisschen zu pflegen und zu nutzen, dass jeder mal auch eigenen Wein hat. Manche Einwohner hat Tiflis? Tiflis ist fast so groß wie München mit 1,5, 1,6 geschätzt. Also kann man sagen, ein Viertel der Bevölkerung lebt schon in der Stadt. Ja. Genau, und drumherum halt wirklich dann nur noch Verwandtschaft. Also ich kann jetzt natürlich von meiner Familie sagen, es wird sehr viel Wein getrunken, auch am Tisch, das ist Tradition. Wir lassen es schon schmecken, den ersten Schluck, einfach mal zu wissen, okay, wie muss ich meine Reserve einteilen auf so einen Abend. Aber traditionell wird dann einfach mit jedem Toast, und es wird immer sehr viel Toast gesagt bei einem Abendessen, wird immer das Glas leer getrunken und gleich wieder aufgefüllt. Bei einem durchschnittlichen Abendessen sind pro Mann 3 bis 4 Liter nicht untypisch. Somit Verbrauch ist einfach sehr, sehr hoch. Bei uns war knapp 500 oder 400 Eigenwein immer im Haus. Und wenn das nicht gereicht hat, dann müssten wir einfach dann beim Nachbarn borgen oder kaufen oder wie auch immer. Aber stammst du aus Kachetien oder? Nein, also wir kommen eigentlich so nördlich sogar noch von Kachetien. Kachetien ist ein sehr, sehr fruchtbares Flachland. Da kommen auch die beste Weine her, auch die meisten Vielfalt von unseren Weinen kommt aus Kachetien her. Da wir wirklich oben in den Bergen sind, so meine Familie und Verwandtschaft, da wächst tatsächlich nur eine Art Rebsorte.
Hier ist es, glaube ich, wie Eiswein, glaube ich, bekannt. Es ist, wenn ich das wirklich dann so meine. Wo die Trauben gefroren geerntet werden. Genau, das erntet man wirklich sehr, sehr spät im Herbst. Manchmal, wo der erste Schnee schon drauf fällt. Das sind so ganz kleine Traubenbeeren und sehr dunkel. Das ist schon fast schwarz vom Saft her. Und ja, und die braucht diese Kälte, um einfach die Zucker kristallisieren zu lassen, weil die Sonne das nicht geschafft hat. Ja, okay. Genau. Und ansonsten Cajetien, das ist wirklich ein Wunder, ein Weinparadies. Ja, absolut. Und das heißt, das Wissen oder die Fertigkeit, Wein selber anzubauen und letzten Endes ja auch zu bereiten, wird dann in der Familie oder im Ort zumindest von Generation zu Generation weitergegeben. Ne? Mein Papa hat meinem Opa geholfen, der wieder seinem Opa. Mhm. Und ich habe es als kleiner Junge schon mitbekommen. Und man ist halt so wie bei der Ernte, aber auch bei der Pflege der Pflanze schon immer dabei. Mhm. Und sortiert man halt die guten und schlechten. Und wir haben schon immer drauf geachtet in Georgien. Es gab sowieso keine Möglichkeit, aber es wird so gut wie nie chemikalisch die Pflanze behandelt. Also kein Pflanzenschutz, meinst du? Genau, richtig. Es gibt auch sehr wenige Schädlinge dort, die der Pflanze schaden. Man geht dann wirklich morgens bis abends einfach in seinem Weingut durch und alles, was dann nicht passt, wird wirklich mit eigenen Finger und Hand entfernt. Erde mit einem Schaufel und mit Händen aufgelockert, damit die Pflanze genug Sauerstoff und Wasser aufnimmt. Und somit ist das natürlich auch mit sehr viel harte körperliche Arbeit verbunden. Also die Einheimischen haben nicht die Art oder Möglichkeit und Technik, dass man das einfach auf wirklich diesem Niveau macht, wie einige ganz große Weinhändler oder Fabrikenerzeuger. Und deswegen ist fast jede Familie hat seinen individuellen Geschmack und gibt sehr, sehr viele Winzer, auch kleine Winzer natürlich, die das Ganze dann patentieren. Aber geht das über den Eigenbedarf auch hinaus immer mehr oder ist das auf einige Wege? Die das wirklich auch das Leidenschaft und Kraft und Energie haben, das zu verkaufen, aber wenige machen das. Weil aus meiner Warte stellt sich so dar, also ich habe es ja vorhin schon in der Podcast-Folge erwähnt, Georgien kann sich ja in der glücklichen Lage schätzen, dass es, glaube ich, knapp 500 autochthone Rebsorten hat, also die Rebsorten, die von daher stammen. Davon sind zwar 35 meines Wissens zwar nur für einen kommerziellen Weinerzeugung zugelassen, aber im Grunde ist es das, was ja heutzutage jeder sucht. Man sucht Alleinstellungsmerkmale, eine Wiedererkennbarkeit. Man möchte keine Mainstream-Weine haben, die alle gleich schmecken und sofort zu trinken sind, sondern da steckt ja wirklich wahnsinnig viel Potenzial drin, dass man eben zwar unbekannte und auch schwer auszusprechende Rebsorten hat, aber geschmacklich zumindest ist es ja wirklich ein Fundus, was seinesgleichen sucht und auch von den Weinstilen her gar nicht vergleichbar ist mit vielen anderen Ländern. Oder da ist ja wirklich ein riesiges Potenzial da. Gepaart noch mit dem, was du gerade gesagt hast, was ja bei uns auch immer wichtiger wird, biologischer oder sogar biodynamischer Anbau, also sprich der geschlossene Kreislauf eines Weinguts mit möglichst wenig Technik und Chemie im Weinberg zu arbeiten. Das sind ja alles Sachen, wo hier erst wieder ganz mit viel Aufwand, mit viel Ideologie, manchmal vielleicht sogar mit zu viel Ideologie, hier wieder versuchen, Fuß zu fassen, was dort ganz normal ist. Ja. Das ist eigentlich das Spannende, dass man da ein Land hat, was alles mitbringt, als Selbstverständlichkeit, als Natur gegeben, wenn man so möchte, was man sich jetzt hier erst wieder mühsam zurückerinnert, so kann man es auch machen. Ja. Ja, das ist richtig. Also wenn ich jetzt manchmal vergleiche, wie die Georgier Wein trinken,
da hat man nicht eben die versiegelte Flaschen gehabt. Da hat, ist man in seinen Weinkeller gegangen und hat man die Erde weggekratzt, wo ein riesige 500 Liter Tonfass in der Erde quasi lagert, voller mit gutem Wein. Und dann hat man dann aus einem ausgetrockneten Kürbisflasche quasi den Wein rausgeschöpft und dann eingeschenkt im Glas. Ja. Und wenn einer tatsächlich dann irgendwie Wein, so einen versiegelten Wein mit der Etikette hatte, dann hat der Bauer das abgelenkt. Und nee, sorry, das kommt aus einem Fabrik, was ich nicht nachvollziehen kann. Und die Weine, die wirklich jetzt zurzeit dann auch wirklich mit diesen Ideologie gemacht sind, die ich auch meines Erachtens auch im Laden habe, sind auch wirklich mit dieser Methode, mit dieser traditionellen Methode gemacht. Wenn man die dann auch anschaut, die Farbe spricht für sich, wenn zum Beispiel, da sieht man sogar fast schon Fruchtbelag. Die Trübung spricht für sich, dass es ungefiltert ist. Ja. Und die Aromen, wenn man die Flasche aufmacht, dann verkostet es natürlich dann auch irgendwie ganz besonders. Und jede Region ist halt einfach dort ganz individuell mit ihren Weinen bekannt. Es sind wirklich unzählige, wie du schon vorhin sagtest. Deswegen, ich bin halt persönlich kein super Weindegustator. Ich bin auch kein Experte in der Hinsicht, aber ich bin schon natürlich trotzdem stolz, dass so ein kleines Land so viel bietet und Möglichkeiten gibt, einfach den Weinkennern dann auch mal sich auszutoben. Ja, also ich denke, da ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich denke, gerade jetzt im Zuge des Trends der Orange Wines, und das ist es ja letzten Endes, ich hoffe, ich spreche das immer halbwegs richtig aus, also was du mit diesen Tonamphoren meintest, sind diese Quevri. Oder wie spricht man es richtig aus? Kommt das halbwegs hin? Quevri, ja. Quevri ist genau. Das sind die Amphoren da, die man eingräbt. Genau. Und die Amphorenweine sind natürlich jetzt ein absoluter Trend seit Jahren schon. Und letzten Endes muss man nicht aus jedem Amphorenwein Orangewein machen. Aber so wie es jetzt in Georgien gemacht wird mit der langen Maische-Standzeit und Maische-Vergärung, kommt dann eben der Orangewein raus, der dann meistens, wie es eben du schon gesagt hast, dann ungefiltert abgefüllt wird, und das macht es halt natürlich sehr speziell und sehr anders mit dem, was als der Mainstream einfach in auf der ganzen Welt eigentlich an sich mitbringt. Und das ist aber im Prinzip das, was jeder bei euch macht. Also jeder verwendet diese Amphoren, und das ist einfach das Klassische. Ja, also kann man wirklich so sagen. Das gibt einfach dem Wein ganz besonderen, schon leicht prickeligen Geschmack. Da es einfach zu Traditionen gehört, es ist dann auch wirklich undenkbar, dass man das einfach rauslässt. Ja. Genau. Also. Und eigentlich, zumindest habe ich so nachgelesen, handelt es sich dabei, also jeder Orangewein ist zunächst einmal aus weißen Rebsorten gemacht, also die bekannteste in Georgien, ich hoffe, das spreche ich jetzt auch richtig aus, ist eben der Katsikeli und Zwane. Oder Schwane. Zwane, ja, genau. Und dann als rote Rebsorte Saperavi, glaube ich. Siehst du, und das ist, glaube ich, fand ich übrigens einen ganz interessanten Hinweis von der Kollegin der Brameinburg in Hongkong eben, wo es eben darum ging, warum ist das ein oder andere Land oder der ein oder andere Wein am Weltmarkt so erfolgreich, und aus krasses Gegenbeispiel eben Merlot ist einfach ein kurzes Wort, was jeder aussprechen kann, wo es auch einfach nur eine Schreibweise gibt. Ja. Das ist einfach auf dem Weltmarkt, spielt er das halt gut in die Hände, weil es einfach leichter zu vermarkten ist. Und bei den Rebsorten jetzt in Georgien ist es halt einfach so, wenn man auch nachschlägt, es gibt oft viele transkribierte Schriften oder Schriftweisen, auch Zwane zum Beispiel oder Katsikeli, es wird dann immer anders geschrieben zum Teil, je nachdem, wo man nachschaut. Das macht es natürlich für den Weltmarkt dann einfach schwierig, wenn es komplizierte Wörter sind, die nur die Hälfte aussprechen kann. Das ist, glaube ich, absolut richtig, wo ich auch der Meinung bin, das ist auch ein Prozess der PR. Ja. Für uns waren halt sehr, sehr lange die europäischen Grenzen geschlossen. Wir konnten nichts quasi exportieren oder auch weniger importieren.
und somit das europäische Markt einfach kennt nun mal die schon etabliert sind und es ist auch ein ganz normales Prozess, wenn mein Papa schon gerne mal Merlot getrunken hat, dann weiß ich schon als ein junger Kerl, dass ja. Merlot gut ist, dann ja. trinke ich das auch vielleicht weiter. Und dieses Kennenlernprozess, was georgische Weine angeht, weil das wird wahrscheinlich seine Zeit nehmen und jetzt mit der Tourismus und mit den offenen Grenzen und Orientierung, was westlich angeht, wird dann sicher irgendwann mal auch auf seinen verdienten Platz den Wein platzieren. Und das ist völlig normal und okay auch für Georgi. Also es gibt natürlich dann auch Gutachten von so einem Wein. Mhm. Es gibt dann immer wieder internationale, sagen wir mal so, Wettbewerbe von den Winzern, die entsprechende Preise oder Auszeichnungen bekommen. Das, was ich mitbekomme, sind die georgische Weine immer mit ganz, ganz weit vorne dabei und kriegen halt sehr, sehr viele Erstplatz, Platzierungen. Das ist schon mal ein Anfang. Viele Kunden orientieren sich einfach an Medaillen, Auszeichnungen, Prämierungen. Ja. Das ist denen wichtig. Und wenn das dann im 10 Meter Weinregal, jemand eine Goldmedaille, Silbermedaille hat, richtig, dann greifen die Leute einfach zu. Das kommt dann irgendwann mal peu dann automatisch. Genau. Und bei dir im Laden, das Weinsortiment, du hast dann die klassischen Verdächtigen, den Katzekeli auf jeden Fall dabei, den Separavi. Genau, den Separavi habe ich dabei, ich habe auch den Zwanne dabei und ich habe auch Kinsmarauli und, und Hashme, das sind so... Das sind eigentlich ein ganz, ganz kleine Dörfer, wo diese Weine angebaut werden. Und entweder sind die super, super limitiert von Flaschenanzahl her, weil die Familie einfach schafft es nicht, irgendwie 10.000 Flaschen zu machen und gibt es nur halt 350. Und somit auch, ein bisschen weniger. Ja, somit auch natürlich, klar, wird auch klein gehalten. Ja. Gewisse Exklusivität hat man dann dadurch trotzdem. Ja. Und die anderen, die schon für uns sehr bekannte Weine, sind einfach wirklich nach einem traditionellen Herstellungsweg gemacht. Die Reifungsprozess, die Gärungsprozess werden nicht beeinträchtigt und nicht beeinflusst durch zusätzliche Mittel. Damit also Spontangärung. Genau, ja. Die Spontangärung findet nicht statt. Da warten die Winzer, auch wenn es halt 5 oder 6 Monate dauert, bis der Saft mal zu Wein wird, dann nehmen die das lieber in Kauf, weil die wollen einfach das unverfälschte Geschmackserlebnis bieten. Das ist natürlich auch schon dadurch was Besonderes. Also ein sehr, sehr handwerkliches Produkt, richtig, was natürlich eine eigene Persönlichkeit in Ecken und Kanten hat. Richtig, ja. Das Einzige, was ich weiß, also die Filterung wird nicht gemacht von den Beinen, aber auf den Reifungsprozess, bis man in eine Flasche abfüllt, diesen Wein, werden die Behälter, glaube ich, alle 3 Monate dann quasi umgefüllt. Ah, okay. Weil da ist so viel Fruchtfleisch trotzdem in dem Saft drin. Da möchte man jetzt dann wirklich vermeiden, dass es wie so ein trüber Saftschorle aussieht, sondern dann wird dann einfach nach 3 Monaten, nach 4 Monaten, je nachdem wie ein Winzer seinen Traube abschätzt und verkostet, wird das dann umgefüllt, damit das Grobe, was unten sich sammelt, dass man dekantiert ist, quasi, dass die Feststoffe zurückkommen. Genau, es wird dann immer reduziert. Es wird ganz vorsichtig umgefüllt und dann lässt man das wieder, dann wieder und bis es halt genau so ist, wie er es gerne mag, und dann wird es dann quasi in den Flaschen umgefüllt, genau. Das heißt, wer sich die Weine mal anschauen möchte oder kaufen möchte, der geht am besten zu dir im Laden, kann sich das... Ganz, ganz kleine Auswahl, wie ich schon sagte, ich habe halt nur wirklich 6 Sorten da, auch in ganz kleinen Mengen. Wenn jemand wirklich ein Bedürfnis hat, gleich eine Kiste zu bestellen, dann einfach erstmal vielleicht vorher Bescheid geben, damit ich das auch organisieren kann. Aber so zum Probieren, Degustieren habe ich natürlich so ein kleines bisschen Vorrat da. Okay.
Und ansonsten wirklich empfehlenswert ist, eine kleine Reise nach Georgien zu machen und da mal in Weingebieten Tagesausflüge zu machen und mit den Bauern zu sprechen und die sind dann immer auch sehr, sehr... Wie sprachlich da kommt man mit Englisch halbwegs? Ja, also mittlerweile können sehr, sehr viele Englisch, die jüngere Generation sowieso. Ja, ja, also ab 40, 50 Jahre alt wird es eigentlich sehr schwer, ja. Aber man kann ja jede Art der Hilfe auch in der Stadt bekommen. Mit Händen und Füßen auch. Genau. Oder meistens auch die Fahrer, die man dann irgendwie, die einen begleiten, dann sind auch sprachlich gewandt, ja. Und können dann auch übersetzen. Und bevor man sich jetzt tatsächlich im Flieger sitzt und nach Georgien fliegt, hast du ja im Vorgespräch schon angedeutet, im Oktober planst du noch eine kleine Verkostungsrunde bei dir im Laden, ja, mit richtig, georgischen, ja. Wein. Ja. Das wird auch eine Herausforderung, glaube ich, für mich. Ich habe das noch nie gemacht, habe ich aber einen starken Partner, der das schon mal gemacht hat, auch die Distribution hat für diese Weine. Die Person, die wird dann selbst dann auch anwesend sein und wahrscheinlich auch viel, viel fachlicher und detaillierter auch über die Weine erzählen können, als ich jetzt vielleicht tue. Das soll ja eine kleine Anregung Vorgeschmack sein. Und genau, ich werde das dann, sobald dann Termin dann steht, dann auch dann vielleicht auch auf unserer Seite oder allgemein öffentlich dann machen auf Social Media. Wir werden Facebook-Account, genau. Und Instagram und so, richtig, weiter. Ja. Natürlich, ja. Und dann bin ich dann natürlich, freue ich mich auf die Besucher oder Neugierigen, die das Ganze mal kennenlernen wollen. Und bin gespannt darauf, wie die Reaktion ist. Sobald der Termin steht, dann kannst du mir natürlich auch weitergeben. Und dann werde ich das an der Stelle dann auch nochmal erwähnen oder dafür Werbung machen, weil es sicherlich eine sehr schöne und nicht alltägliche Möglichkeit ist, dann auch mal mit einem George und seinen georgischen Wein in Kontakt zu treten. Vor allem nicht in Pfaffenhofen, glaube ich. Da ist es wirklich eine ganz Besonderheit. Gut. George, dann würde ich sagen, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, dir kommen einige Georgien-Interessierte in den Laden und dann werden wir uns bei deinem Weinverkostungsabend dann spätestens wiedersehen und probieren dann in live nochmal deine Weine im Laden dann. Danke für deine Zeit. Danke auch. Ciao, ciao. So, dann kommen wir endlich jetzt zu unserem ersten Wein von WVLG 29 und es handelt sich, wie gesagt, um einen georgischen Weißwein aus der Rebsorte Kaziteli von dem Chateau Mugrani. Ja, schauen wir uns zunächst mal wieder die Flasche etwas genauer an. Auf der Vorderseite zunächst mal ein relativ schlicht, aber finde ich schön gehaltenes Etikett mit einer Strichzeichnung des Chateau Mugrani, das ja auch der Stammsitz einer wichtigen georgischen Dynastie ist. Und drunter behauptet man The Finest Wine of Georgia. Ja, das sind so immer Angaben, die sind natürlich schwer zu überprüfen. Aber hier ist schon der erste Punkt, auf den man stolpert. Georgien im Englischen heißt Georgia, genau wie der US-Bundesstaat. Und ich habe es tatsächlich auch schon mal in einem Seminar selber erlebt, als jemand georgischen Wein gesehen hat, war er hellauf begeistert, Wein aus Georgia, USA zu finden, weil er lustigerweise Verwandtschaft dort hatte. Die Aufklärung hat dann so etwas Ernüchterung geführt, aber ja, kleine Anekdote am Rande, viel interessanter. Darunter ist die Rebsorte und da findet man schon das nächste Problem von georgischen Wein, ist die Schreibweise. Wenn nämlich in lateinischer Schrift die georgische Schrift übersetzt wird, kommt es schon zu unterschiedlichen Schreibweisen, was natürlich auf dem Weinmarkt ein Problem ist, weil der Wiedererkennungswert fehlt und die Leute einfach eindeutig wissen möchten und wissen müssen auch, wie was benannt wird, und da führt es natürlich dann immer zu Verwirrung, wenn einzelne Namen, Rebsorten oder Anbaugebiete unterschiedlich geschrieben werden. Ja, hier hat man sich für diese Schreibweise entschieden. Das R am Anfang spricht man nicht aus, also heißt die Rebsorte ausgesprochen Kaziteli.
Drunter dann in georgischer Schrift, die mir persönlich sehr gut gefällt mit ihren vielen Kringeln. Aber ist natürlich ein Unikum meines Wissens, mehr oder weniger zumindest weltweit, sodass diese Schrift vielleicht ins Auge fällt, aber für die meisten natürlich unlesbar ist. Drunter steht Dry White, also es handelt sich um einen trockenen Weißwein mit 13% Alkohol und der Wein ist bereits aus dem Jahr 2014, also für einen Weißwein schon relativ alt. Gucken wir noch auf die Rückseite. Dort findet man nochmal ein bisschen Angaben zum Wein und über die Rebsorte und zu was der Wein passen sollte. Serviertemperatur wird mit 10 bis 12 Grad angegeben. Und was ich sehr schön und spannend finde, ist auch das Abfülljahr oder der Abfüllzeitpunkt. Der wird auf meiner Flasche jetzt mit 15. April 2016 angegeben und der Vintage ist 2014. Also hat dieser Wein schon mehr als 2 Jahre gebraucht, bevor er auf die Flasche kam, was natürlich für einen großen oder längeren Ausbau spricht und damit natürlich auch ein höherwertiger Wein entsteht. Ja, ansonsten handelt es sich um eine klassische Bordeaux-Flasche. Ich selber habe jetzt auch nicht die große Erfahrung, wie sich Cazzitelli im Glas präsentiert mit den ganz verschiedenen Ausbaumethoden und Varianten. Und der Korken hier ist ein ganz normaler Naturkorken. Da geht man quasi nicht auf Experimente ein, sondern verwendet für diesen durchaus hochwertigeren Wein einen Naturkorken. Ja, die Farbe würde ich als ein intensives Goldgelb beschreiben. Sie ist sehr intensiv, vielleicht mit ein paar grünlichen Reflexen. Der Wein ist klar, so dass er im Gegensatz zu den Weinen auch von diesem Weingut, die im Quevery ausgebaut worden sind, höchstwahrscheinlich filtriert worden ist. Auffällig ist auch, dass der Wein beim Einschenken schon eine ziemlich opulente, expressive Art verspricht. Ja, wenn man reinriecht, durchaus intensiv, ein bisschen exotisch, ein bisschen bisschen überreif vielleicht sogar. Ich habe hier Orangen, exotische Früchte. Ja, also sehr intensiv. Vielleicht ein bisschen eingekochte Pflaume, ein bisschen überreife Marmelade. Also es geht fast schon ins Vergorene rein. Melone kann man sich noch reindenken, Weinbergspfirsich. Eine gewisse Zitrusfrische, also schon sehr kräftig, sehr tropisch, exotisch im überreifen Bereich. Also sehr kräftiges Aroma. Dann schwenken wir mal das Glas und schauen, ob sich's da nochmal ändert. Ja, da ändert sich jetzt nicht viel. Die Kräftigkeit des Aromas war ja schon sehr ausgeprägt. Da wird sich jetzt, kann man keine Steigerung mehr erwarten. Ja, also als erstes fällt auf, der Wein ist natürlich schon ziemlich gereift. Im Mund hat man jetzt nicht mehr allzu viele primärfruchtige Aromen. Es stellen sich hier eben schon die THCR-Aromen durch das lange Flaschenlager ein. Die Säure ist durchaus knackig und gibt den Wein ein stabiles Gerüst. Die Aromaintensität würde ich auch als kräftig bezeichnen. Der Wein ist natürlich trocken, wie angegeben. Vielleicht ein kleines Zuckerschwänzchen kann man sich dort noch einbilden. Er hat auch eine gewisse Stoffigkeit, jetzt nicht so stark wie natürlich ein Wein aus dem Quevery. Aber man merkt einfach, dass die Rebsorte hier eine gewisse Struktur, eine Stoffigkeit, eine ziemliche Opulenz mitbringt, sodass dieser Wein auch durchaus ein gutes Gestell abgibt, sodass dieser Wein durchaus auch einen guten Essensbegleiter vielleicht für weißes Fleisch abgibt. Die Länge würde ich als mittel bis lang bezeichnen.
im Mund haben wir eine stärker ausgeprägte Zitrusfrische. Die Backpflaume geht ein bisschen in den Hintergrund, die ist hauptsächlich in der Nase vorhanden. Ja, insgesamt muss man einfach sagen, ein sehr kräftiger Weißwein mit einem stabilen Säuregerüst, getragen von Zitrusfrüchten. Der Abgang ist lange und auch komplex durch eben die Reifung der 4 Jahre auf der Flasche. Insgesamt ein Wein mit, ja, der Standalone vielleicht für den einen oder anderen zu kräftig, zu wuchtig daherkommt. Als Essensbegleiter, glaube ich, ist er aber sehr universell einsetzbar. Zur Typizität kann ich jetzt weniger sagen. Für mich ist der Wein natürlich technisch einwandfrei. Die Komplexität ist durchaus gegeben. Es ist eine schöne Balance zwischen Frucht und Säure. Ein bisschen ist die Säure abgepuffert durch ein kleines Zuckerschwänzchen, würde ich sagen. Alles in allem ein guter Wein mit einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann kommen wir zu unserem zweiten Wein für heute, und zwar einen österreichischen Amphorenwein als Orangewein ausgebaut aus der Rebsorte Riesling vom Weingut Salomon aus dem Kremstal. Schauen wir uns zunächst mal wieder die Flasche etwas genauer an. Wir haben ja hier eine sogenannte Schlegelflasche mit Schraubverschluss. Salomon Untruf wird als Erzeuger genannt, ein sehr altes Weingut in Österreich, und drunter dann der Name Alma und dass es sich eben um einen Riesling aus der Amphore handelt. Auf der Rückseite wird es dann interessant, 2017 ist als Jahrgang angegeben und es steht eben dort Bergwein, Landwein, was eben genau in Österreich wie in Deutschland die unterste Qualitätsschiene ist. Das liegt jetzt auch wieder in diesem Fall daran, dass der Wein eben geschmacklich nicht in das übliche Schema oder Muster passt. Deswegen wird hier als Ursprungsbezeichnung auch Wein aus Österreich, Weinland Österreich angegeben und als Qualitätsstufe eben Landwein. Der Wein an sich selber ist aber ein Lagenwein. Die Reben für diesen Wein werden aus der Einzellage Hund gekeltert und dann relativ schnell in die Amphore gefüllt, in der Maischevergärung, wie es sich für einen Orangewein gehört, und wird dann erst nach Ostern abgezogen. Das heißt, der Maischekontakt oder die Ausbauzeit ist mehr als ein halbes Jahr. Allerdings wird auf der Rückseite des Etiketts angegeben, dass der Wein dann am 15. Juli 2018 auf die Flasche kam und filtriert abgefüllt wird. Das ist eben schon ein kleiner Unterschied zu dem, wie es in Georgien gemacht wird. Aber die Herstellung an sich des Weines zieht sich eben dann schon fast ein Dreivierteljahr lang hin. Auf dem Rückenetikett findet ihr dann auch noch weitere Angaben, wann gelesen worden ist, wie der Wein eben gemacht worden ist. Alles sehr interessante und wissenswerte Details, die aber auch nötig sind, weil eben das Geschmacksprofil ein ganz anderes ist und damit ist der Wein noch erklärungsbedürftiger wie andere Weine. So, dann schenkt man uns mal ein. Ja, die Farbe verrät schon, warum der Name Orangewein angebracht ist. Es handelt sich hier um ein sattes Bernsteingelb mit goldenen Reflexen. Der Wein ist klar, war auch jetzt nicht anders zu erwarten, nachdem wir ja gerade gelesen haben, dass der Wein filtriert ist. Dann riechen wir mal rein. Ja, und hier hat man jetzt nussige Aromen, würzige Aromen, gelbe Früchte, gelbe Steinobst, ein bisschen Paprika, ja, ein bisschen Melone auch, ein bisschen Pfirsich. Dann schwenken wir mal. Ja, da wird er noch opulenter, noch breiter. Ist auch sehr kräftig und intensiv, die Aromen. Also schon kein Leichtgewicht mehr. Es ist wirklich ein Wein von großer Opulenz, von Wuchtigkeit,
bin ich mal gespannt, wie er uns im Mund schmeckt. Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Also ein Wein mit Ecken und Kanten, aber ein extrem interessanter Wein, wie ich finde. Man merkt, die Rebsorte Riesling schaut nochmal mit seiner Säure rein. Der Wein hat ein sehr filigranes, definiertes, kräftiges Säuregerüst. Das erinnert mich im Mund fast schon an ein Florett. Ja, da kommt der Riesling einfach schön durch. Und das ist ein tolles Beispiel, wie ich finde, dass selbst durch diese ungewöhnliche lange Ausbauphase und Rotweinerzeugung, will ich mal sagen, die Rebsortencharakteristik für die Ausnahme-Rebsorte Riesling hier trotzdem noch durchsticht. Andere Rebsorten, die jetzt vielleicht nicht so prägnant in der Säure oder in der Aromatik sind, würden ihren Charakter vielleicht in einem viel stärkeren Maß noch verlieren, wie es jetzt beim Riesling ist, wenn man ihn aus Orangewein oder eben Amphorenwein ausbaut. Ja, der Wein ist auch trocken, aber auch hier ein gewisser Restsüßeanteil. Der Körper ist durch die Säure trotzdem nur mittel, obwohl die Aromen sehr expressiv und intensiv daherkommen. Der Wein ist viel länger als der zweite, getragen von den Fruchtaromen. Die Komplexität ist aber auch hier viel, viel höher. Durch die besondere Rebsorte Riesling, die ja schon eine Bouquet-Rebsorte ist, das heißt, der Riesling bietet auch das Potenzial, komplexe Weine zu machen. Hier kommen dann neben den Primärfruchten, neben den Primäraromen von der Rebsorte, kommen hier eben auch noch durch die lange Maischevergärung Sekundäraromen im ganz großen Ausmaß dazu. Tertiäraromen hat dieser Wein jetzt nach 2 Jahren noch nicht groß, aber die Komplexität ist hier auch schon sehr stark und der Wein wirkt trotzdem elegant mit mittlerem Körper wegen der Säure und trotz der barocken Erscheinung. Ja, im Mund von den Aromen her geht es viel stärker Richtung Pfirsich, ein bisschen nussig. Eine gewisse Würzigkeit, die ich jetzt vielleicht sogar als etwas pfeffrig beschreiben würde, stellt sich auch noch ein. Die Nussigkeit ist auch noch vorhanden, was vielleicht ein bisschen an grüne Walnüsse erinnert oder Walnusslikör. Also wirklich ein Wein von ganz besonderer Qualität und von seinem Geschmacksprofil was ganz Eigenständiges. Die Qualität würde ich als sehr hoch einschätzen. Der Preis mit ungefähr 20 Euro liegt natürlich auch im oberen Mittelfeld, sodass man sagen kann, dass hier das Preis-Leistungs-Verhältnis angemessen ist. Die Weinerzeugung bietet eben diese Spezialität, aber trotz allem ist der Riesling in seiner Ausprägung hier auch noch zu erschmecken. Ja, zu diesem Thema habe ich natürlich auch wieder eine Buchempfehlung für euch und wie soll es anders sein, das Buch nennt sich Georgischer Wein und ist wie immer über den Amazon Affiliate Link bei Amazon zu bestellen. Als gebundene Ausgabe kostet es im Augenblick 29,90 und als Kindle-Version für 22,90. Das Buch hat insgesamt 218 Seiten und ist im letzten Jahr erschienen. Es ist natürlich nicht allzu viel Literatur auf dem Buchmarkt zu Georgien. Es ist ja, wie gesagt, ein Land und dessen Weine, was sich bei uns etwas als Nischenprodukt darstellt. Nichtsdestotrotz ist dieses Buch, denke ich, sehr, sehr gut gelungen. Anna Saldatze, ich denke mal vom Namen her, wird sie Georgierin sein,
hat ein schön illustriertes Buch erstellt mit vielen Grafiken und Bildern, sodass man vielleicht auch ein wenig Reiselust auf Georgien bekommt. Die ein oder andere Frage mag vielleicht noch unbeantwortet bleiben, weil das Buch, sage ich mal, jetzt nicht bis zum Erdmittelpunkt bohrt, was georgischen Wein angeht. Aber ich denke, als kleiner Teaser, als Anregung und Einstieg ist dieses Buch sicherlich durchaus zu empfehlen und die Weine und das Land wird dort einfach schön beschrieben. Und somit denke ich, ist es durchaus eine Empfehlung wert und die ideale Ergänzung zu dieser Podcast-Episode, aber eben auch als Ergänzung zu meinem Online-Weinkurs Nummer 8 mit dem Titel Orange Wines, Amphorenweine und Naturweine. Ja, als Wein der Woche möchte ich euch heute einen ganz besonderen Tropfen vorstellen und mal wieder einen Wein aus Südafrika. Ja, ihr wisst es ja bereits, Südafrika ist für mich in vielerlei Hinsicht das Sehnsuchtsland, aber es ist eben auch ein Land mit einer sehr spannenden Weinbaugeschichte und vor allem mittlerweile auch einem großen Sammelsurium an wirklichen Topweinen. Diese Woche möchte ich euch den Chardonnay von Richard Kershaw aus Elgin ans Herz legen und zwar mit dem Namen Clonal Selection. Meines Wissens auch der einzige Master of Wine in Südafrika, aber zumindest war er dort der erste und baut eben mit seinem Weingut in Elgin auch Wein an. Elgin liegt ja im Osten von Kapstadt in einer relativ hohen Lage, insbesondere im Verhältnis zur Meernähe und ist quasi auf halbem Weg nach Hermanus, dort wo man ja ganz gut auch Whale-Watching machen kann. Diese Gegend zeichnet sich zunächst mal durch ein relativ kühles Klima aus, sodass dort Weine entstehen, die eine sehr präsente Säure haben und auch schön ausreifen können, weil es eben nicht zu warm ist und die Tag- und Nachtschwankungen in der Temperatur dort ausgeprägt sind, was ja immer ein guter Garant ist für ja, spannende, spannungsgeladene Weine ist. Der Name Clonal Selection, also man könnte es übersetzen aus Klonselektion, gibt auch schon die ersten Hinweise auf das, was Richard dort betreiben möchte oder betreibt. Ich habe euch ja schon öfters erklärt, dass es ja nicht nur eine Rebsorte gibt, sondern zu jeder Rebsorte ja auch eine Unzahl an verschiedenen Klonen existiert, die der Winzer dann je nach gewünschter Eigenschaft in den Rebzuchtanstalten bestellen kann. Und diese Klone unterscheiden sich durchaus, was zum Beispiel ihren Säurecharakter, ihre Fruchtigkeit, ihren Wuchs oder eben auch die Reifung angeht. Und Richard hat sich eben mit ein paar französischen Chardonnay-Klone ausgestattet und hat versucht herauszufinden, welche dieser Klone in seinen Weinbergen in Elgin am besten funktionieren. Und damit war der Name dieses Weines eben auch schon geboren, weil er sich eben die große Mühe gemacht hat, die passenden Klone zu den vorherrschenden Bedingungen zu finden. Ja, diese Weine, er hat ja in erster Linie Syrah und Chardonnay und mit dem Chardonnay versucht er ganz klar den burgundischen Stil aufzugreifen und schafft es auch sehr nah an die Qualität und diesen Stil eben heranzukommen. Es soll heißen, diese Chardonnay-Weine sind nicht die allerfruchtigsten, sie sind geprägt durch eine Zitrusfrische, eine Zitrussäurebetontheit, die mit einem gewissen nussigen Haselnussaroma daherkommen, sodass man relativ schnell darauf kommt, dass diese Weine eben einen Burgunderstil darstellen sollen und auch tun. Ich habe den 2012er vor kurzem getrunken, also ein Weißwein, der schon 8 Jahre alt ist. Er war
auf seinem Höhepunkt und 8 Jahre Flaschenlager sind natürlich für einen Weißwein schon eine ganze Menge. Aber dieser Wein ist jetzt auf seinem absoluten Top-Niveau. Er kann jetzt vielleicht noch ein Jahr länger durchhalten, aber dann sollte er schon langsam getrunken werden. Und wer auf klassische Chardonnays steht, dem sei das mal ans Herz gelegt. Die Flasche kostet zwar 35 Euro, damit sind wir auch preislich im Burgund angekommen. Aber es ist ja, finde ich, immer wieder spannend, wie die einzelnen herausragenden Winzern auch in der neuen Welt sehr klassische Weine, die qualitativ mit dem Vorbild durchaus mithalten können. Also kauft euch den aktuellen Jahrgang, wenn ihr Lust habt. Das müsste jetzt der 2018er sein oder der 19er müsste demnächst schon herauskommen. Und lasst den Wein ein paar Jahre im Keller liegen. Probiert die erste Flasche nach 5-6 Jahren und seid einfach dann begeistert, wie gut Chardonnay aus Südafrika gelingen kann. Und damit sind wir auch schon wieder beim Ende dieser Episode von WVLG 29 vom 8.8.2020 angekommen und damit schließen wir auch wie angekündigt den ganz großen Einführungsblock, wo ich euch die verschiedenen Weinstile und Herstellungsmethoden im Überflug quasi präsentieren wollte, ab und widmen uns dann mit der übernächsten Folge dem nächsten großen Themenblock, wo es ja dann um Weine aus deutschsprachigem Anbau geht. Soll heißen, mit den nächsten 10, 15 Episoden, sprich der Themenblock wird dann bis weit ins Mitte des nächsten Jahres reinreichen, wo es dann hauptsächlich oder mehr oder weniger ausschließlich um Weine aus Anbaugebieten gehen soll mit deutscher Sprache. Das hat natürlich jetzt weniger mit der Sprache an sich zu tun, sondern dass man ganz grob natürlich schon sagen kann, dass der kulturelle und traditionelle Hintergrund auch in Bezug auf Weinbau sich in einer gewissen Weise ähnelt, wo eben auch dieselbe Sprache gesprochen wird. Wir fangen zunächst mal an mit Deutschland selbstverständlich, wo wir weiße und rote Weine besprechen. Dann geht's nach Österreich. Wir machen anschließend einen Schwenk nach Südtirol und durch die Schweiz geht's dann zum Abschluss in das Elsass. Die erste Folge aus dieser Reihe Wein spricht Deutsch kommt dann eben am 19.09. raus. Und dort werden wir mit zwei ganz großen Klassikern, die zum einen etwas in Vergessenheit geraten sind und zum anderen das Aushängeschild des deutschen Weinbaus schlechthin sind. Ich werde dann am 19.09. zunächst mal eine Scheurebe probieren vom Julius Spital 2017, reinsortig, und als zweites dann einen Mosel-Riesling als Auslese fontanisch von 2016 verkosten. Das werden die nächsten beide Weine für die erste Folge von Wein spricht Deutschland sein. Diese Weine werdet ihr dann zum Teil zumindest auch in meinem Shop finden können. Die Scheurebe ist im Augenblick für mich etwas vergriffen. Da geht's aber um die Sortencharakteristik und ich denke mal, ihr seid mehr oder weniger mit jeder Scheurebe gut bedient. Schaut vielleicht drauf, dass ihr die Scheurebe vielleicht trocken bekommt. Die wird ja ganz gerne halbtrocken ausgebaut. Aber der neue, was heißt neuer Trend, aber es zeigt sich, dass diese Rebsorte auch sehr gut mit Trockenausbau zustande zurechtkommt. Die nächste Folge, die dann aber allerdings zunächst mal am 29.08. herauskommt, das ist nochmal ein Interview und zwar kommt zum ersten Mal jetzt die wichtige Berufsgruppe der Sommeliere zur Sprache. Ich unterhalte mich mit Stephen McAuley, der seines Zeichens einer der besten Winzer Deutschlands ist, und wir sprechen ein bisschen über seine Sicht auf die Weinwelt und probieren dann
aus seinem Sortiment noch einen ganz besonders und besonders gesunden Rotwein. Ja, damit soll es für heute genug sein. Ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, von euch wieder ein paar mehr Hörerfragen gestellt zu bekommen. Das ist ein bisschen abgeflacht, was ich sehr, sehr schade finde. Entweder schreibt ihr mir die auf einen der Social Media Kanäle oder aber in das Forum auf meiner Podcast-Seite weinpodcast.de. Und ich bin auch gerade drauf und dran, noch eine Chat-Plattform, also eine App zu testen und zu verifizieren, wo wir dann vielleicht als Wein-Community unmittelbarer, unkomplizierter und direkter kommunizieren können. Wie sich das genau ausgestaltet, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich es auch im Rahmen meiner Online-Weinkurse, aber da wird noch was auf euch zukommen in Sachen Kommunikation. Ja, dann danke ich euch wie immer fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Nutzt das neue Weinangebot in meinen Shop und schaut vielleicht euch auch den entsprechenden Wein-Online-Kurs zu Georgien auf meiner Seite www.online-weinkurs.de an. Und somit verabschiede ich mich jetzt in den Sommerurlaub trotz Corona und verbleibe mit genussreichen Grüßen. Wie immer, euer Florian. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.